Herzlich willkommen hier bei mir auf der Benefizveranstaltung Charles Helping Hands, die zweite. TV Überregional hier bei Helping Hands im Harris in St. Leon. Die wichtige Person, die die Beschallung macht, sitzt jetzt vor uns. Stellen Sie sich mal bitte den Zuschauern vor. Ja, hallo, hier DJ Event Service Paddy. Ich bin auch selber der Paddy. Neben mir wertvoller Kollege, der Dario, mit bei der Tontechnik. Wir sind natürlich zum zweiten Mal jetzt gerne dabei, um die Becky zu unterstützen. Hoffe, dass es erfolgreich wird und viel zusammenkommt. Ja, und wir werden unser Bestes geben auf jeden Fall. Jetzt zeigen wir es ja der Öffentlichkeit, was einen erwartet. Wird es nächstes Mal umso voller sein, oder? Ja, ich denke mal schon. Ich gehe davon aus, weil deswegen machen wir das Ganze, dass erfolgreicher, mehr zusammenkommt. Und das Ganze natürlich für einen guten Zweck ist natürlich. Ne? Das ist unser Beliebe, dass wir da. Deswegen machen wir auch mit. Ich habe gesagt, komm, wir helfen uns, wir machen da einfach mit. Wir sind halt immer für gute Sachen dabei. Wenn man Sie mal benötigt, wo kann man Sie erreichen? Uns kann man erreichen im Internet unter www.djundeventservice.de. Oder unter Facebook, ebenfalls bei DJ und Event Service Paddy. Da kann man uns nachlesen und wir sind aus Karlsruhe und Rastatt. Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg und danke für die Hilfe. Gerne, immer wieder. Ihr dürft jetzt gerne aufstehen und ein bisschen nach vorne kommen, denn unsere Show beginnt jetzt mit zwei wunderschönen Damen. Sie sind so süß. Ich glaube, man hat sie zwischendurch schon gesehen. Sie haben sich hier schon warm gemacht. Und zwar ist es einmal die Lavinia Brox und die Christine Wulff. Sie zeigen jetzt was von der Jugendgarde KVR Reilingen. Und ich würde euch jetzt mal echt bitten, hier vor, alle Mann hier vor, eins, zwei, tscha, tscha, tscha.
man kriegt euch gar nicht auf die Kamera, so schnell seid ihr. Euch geht's gut? Ja. So, ich habe schon ein bisschen vorgelauscht. Wie lange tanzt ihr denn schon so? Ich tanze schon 3 Jahre und der 4. Tanz. Wow, und ich habe gehört, du hast auch schon Preise abgesahnt, gell? Ja. Was denn so? Ich war schon 2-mal auf der Süddeutschen und habe 3-mal den 1. Platz gemacht. Wow! 10 Jahre, Leute, 10 Jahre. Und hier 8. Also ich weiß nicht, hat es noch jemand mit 8 so sportlich? Habt ihr noch... Angeber, gar nicht. Habt ihr noch Knochen? Ja. Gedreht und in der Luft, ach Gott, ich hab schon ein bisschen Angst um dich. Und wie lange tanzt du? Ich tanze jetzt 1 Jahr und mein 1. Tanz. Süß. Bitte nochmal einen kräftigen Applaus, ich trainiere nämlich 2-mal die Woche. Woo! Vielen Dank auch an die Trainerin Melanie Leithaus, richtig? Yes! Großartiger Job, super!
Becky, wie ist es bis jetzt gelaufen? Bis jetzt war es sehr gut. Vor allen Dingen, Sie haben uns gerade ewig richtig eingeheizt. Es sind noch ein bisschen wenig Zuschauer da. Ich hoffe, die kommen noch. Es liegt bestimmt auch wegen der Hits. Aber brutal. Die haben Musik gemacht, ganz live. Und wir haben live dazu getanzt. So einfach spontan. Wahnsinn, oder? Super. Wahnsinn. Gänsehaut-Feeling. So, und wen darf ich mir vorstellen? Michael Leckert. Ich bin der Vorstand von der, also einer der drei gleichberechtigten Vorstände der Feuerschnecke. Wir kommen aus Angelbachtal, haben uns im Januar 2015 erst gegründet mit 9 Leuten und sind heute 54 Leute. Sind nicht alle da. Ja, hat gut gelaufen und ich glaube, unsere Musik ist ganz gut. Wahnsinn! Ja, 54 Leute, wie macht ihr das, wenn ihr irgendwo hingeht? Mietet ihr 2 Busse oder wie? Ja, es sind nie alle da. Ja, also im Durchschnitt tun wir so mit 34, 36 Leute auftreten. Okay, und wo ist das jetzt nochmal? Wie heißt das und die Webseite? Die Webseite ist www.feuerschnecke mit gg.de. Und wir kommen aus Angelbachtal. Macht weiter so, ihr wart einfach mega stark, ihr wart super. Ihr werdet es später sehen auf dem Film. Vielen Dank. Sie waren brutal, brutal. Danke. Und danke fürs Kommen, gell? Gerne, sehr gerne. Die Feuerschnecken haben natürlich jetzt hier einen Star-DJ, ein Wahnsinnstyp, der weit bekannt ist, überregional, so wie TV überregional. Was haltet ihr davon? Also wir kennen uns schon länger persönlich, auch schon von früher. Und natürlich als DJ haben wir seine Musik immer gern gewollt. Und nachdem wir uns gegründet haben, unsere erste Halloween-Party in 2015, hat er begleitet und auch komplett gesponsert. Und ja, jetzt ist er im März sogar zum Vorstand bei uns gewählt worden. Allen Respekt. So, und jetzt stell dich mal bitte den Zuschauern vor. Ich kann das auch gerne abnehmen, dann kriegst du so einen steifen Arm. Das funktioniert auch. Da kann er wenigstens seinen Arm auf jeden Fall mal ein bisschen erlassen. Ja, mein Name ist DJ Tom Herbig. Ich bin hier in der Region relativ bekannt. Unterstütze unter anderem auch, so wie eben gerade gesagt worden von Michael Eckert, einem der Teil der Vorstände, verschiedene Vereine. Jetzt mein Herz gefunden habe ich hier bei den Feuerschnecken. Mein eigenes T-Shirt habe ich mittlerweile auch schon. Hier ist es das Schnecken-T-Shirt, also auf jeden Fall. Ich bin also die Oberschnicke-DJ und habe eben, wie er eben erwähnt hatte, seit März den Spaß auch am Selbstmusizieren gefunden und nach langem, ja, seiner Wenigkeit sagt, mach doch, probier doch, komm doch, mach doch mal. Hast du nicht die Zeit? Habe ich gesagt, okay, ich probier's. Naja, jetzt hat er mich am einen, jetzt muss er mich ertragen, auch wenn ich es nicht kann, aber wir sind ja bemüht, das Beste zu geben. Und was man halt eben nicht vergessen darf, wir sind sehr oft zusammen und wir machen auch ziemlich viel. Wie kommt es, dass so ein starker DJ, der mit so viel Herzblut und Leidenschaft dabei ist, mittlerweile auch ganze Eventausrüstungen hat für große Partys, Großveranstaltungen, der eine Trompete bläst? Ja, gute Frage. Der Kunden wünscht immer mehr und ich sag einfach, ey, Leute, wie sieht's aus? Hast du da vielleicht noch Beziehungen? Und ich sage, ja, okay. Und dann sagte der Kunde zu mir, hast du vielleicht Stuhlhosen? Ich sage, ja, natürlich, ich besorge Stuhlhosen. Und so erweitert sich eben mein eigenes Equipment vom kleinen Stäbchen für den Partygast, wo das Gastgeschenk und die Erbse draufkommen, bis hin zum großen Zelt, was halt eben gewünscht wird von der Stuhlhusse über meine Wenigkeit, Lichttechnik, Dekotechnisch. Ja, und alles zu sehen ist eigentlich optimal bei unserer Halloween-Party hier von der Kugelmusik. Da sieht man zumindest mal einen Teil und dann halt eben auf den ganzen TV-Schnitten, wie von TV Überregional selbst sogar schon verfilmt worden ist. Die ganzen Events, Wisslocher, Stadtfeste und was halt eben, Östringe, Stadtfeste, überall, sieht man halt eben. Und wenn man da irgendwo ein kleines Zelt sieht und denkt, ah, da passen ja 200-300 Leute rein, ja, dann ist es meistens von mir. Und so ergibt sich das halt eben. Das ist wie bei euch, bei den Kameraleuten. Nein, wir fangen an mit einer kleinen Kamera und sieh an, was du hast. Draußen steht eine Übertragungsmarke, mit Sicherheit irgendwann 100% live auf unserer ganzen Welt zu sehen. Und das Trompetespielen, das kam deshalb Kundenwunsch, auf der Hochzeit solche spielen? Einer meiner eigenen Gäste sagt irgendwann, du könntest auch bei uns spielen. Und dann hat natürlich hier unseren Vorstand Eggy den Rest dazu getan. Das spielen wir, das kriegen wir hin, bis dahin bist du fest. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spielen wir halt. Und dann, jetzt hat, ja, wie gesagt, wir geben unser Bestes. Vielen Dank für das Interview noch weiterhin. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss. Liebe Kinder, liebe Erwachsene,
Wir sind vom BRC 55 Hockenheim, von der Boxabteilung. Wir stehen schon seit dem Jahre 1955. Wir sind ein Traditionsverein und haben gute Boxer hervorgebracht. Und wir möchten Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus unserem Trainingsprogramm zeigen. Unser Training besteht aus olympischen Boxen, aus Fitnessboxen und aus Konditionstraining. Und bei uns, das Alter geht von 12 Jahren bis, der Älteste ist fast 80 Jahre, der immer noch mitmacht. Ja. Und unter der Leitung von unserem Cheftrainer Dieter Hiegel, der früher selbst aktiv geboxt hat. Er war süddeutscher Meister, badischer Meister, dritter deutscher Meister, hat alle Trainerscheine von C bis A. Er könnte auch die Nationalmannschaft trainieren, aber mir habe ich gesagt, er soll ja nicht mehr gehen von Hockenheim. Das wäre für uns ein riesiger Schaden. So, was sieht man hier jetzt? Das ist schon eine Boxe. Ja. Da wird es geübt, wie man im Ring vorgeht. Die linke, die meiste von den Aktiven jetzt, die sind Linksausleger. Das heißt, mit der linken, die linke Hand ist die Führhand. Und die bereitet dann praktisch den stärkeren Schlag die rechte vor. Und hält auch den Gegner mit der linken Hand auf die Stanz. Ich wollte nur mal erwähnen, ich kann nicht mal dreimal so ein Silence-Ding. Wir hören damit auf. Stark! Dagegen geschlagen werden kann, das haben wir jetzt auch verwendet. Ja. Und das bei uns jetzt mal wieder Platze behilfe. Sehr schön. Thank you.
Mitte. Und diese Mitte, die nehme ich einfach mal hier nach oben, das ist ungefähr hier, die darfst du jetzt einfach mal durchschlagen. Hast du eine Schere dabei, Lavinia? Nicht? Das ist schlecht, ich habe jetzt keine kindersichere Schere dabei. Ach doch, warte mal, ich habe noch eine hier. Guck mal, die sieht so aus. Magst du die mal nehmen? Bitte schön. Und schneid vielleicht gerade mal die Mitte, also hier oben, ich halte gerade nochmal, genau hier durch. Ne, da ganz oben. Schnipp, schnapp, genau. Prima, und ist schon was passiert? Oh, noch nicht. Da gebe ich dir vielleicht noch ein bisschen Zaubersalz dazu. Achtung. Und jetzt, schon was passiert? Ne, man sieht noch nicht so viel, gell? Ne, ist immer noch ziemlich fest hier oben, ne? Sieht man, ne? Es wäre schon gut, wenn man zaubern könnte, gell? Aber vielleicht können wir das ja. Kannst du mir mal helfen, indem du einfach dagegen pustest? Das hilft nämlich manchmal. Wow, und hast du gesehen? Guck mal, tatsächlich, zwei Seile sind raus geworden. Wow, eins, zwei. Und ja, vielleicht geht es euch ja zu schnell da oben. Wir können doch mal von vorne anfangen. Das heißt, wir nehmen noch mal dieses eine lange Seil. Wir machen es vielleicht mal ein bisschen anders, Lavinia. Kannst du schon gut Knoten machen? Ich verknote mal die beiden Seilenden miteinander, beziehungsweise du darfst den Knoten einfach mal hier richtig festziehen. Genau, wunderbar. So, also wirklich ein ganz stabiler Knoten, zieh mal rechts und links, ist ganz fest. Super, Lavinia, hast du noch diese Schere dabei? Ja. Super, dann darfst du vielleicht einfach hier nochmal schneiden. Und das mit dem Pusten hat ja ganz gut funktioniert. Einmal pusten, wow, und dann siehst du das Ganze tatsächlich einmal hier zerschnitten. Ja. Und das ist aber eins ist ein bisschen kürzer, ne? Ein bisschen arg viel kürzer. Und das andere ist ziemlich lang. Ziehst du mal den kurzen, ist stabil, gell? Also immer noch so aus fester Baumwolle. Also da kann man eigentlich nicht dran ziehen. Aber wenn du nochmal pustest, dann lässt sich das ganz einfach hier rüberziehen, sodass wir wieder zwei gleich lange Seile hier haben. Ne? Und falls es euch zu schnell geht, wir können gerne nochmal von vorne anfangen. Das heißt, wir nehmen nochmal dieses eine lange Seil. Und Lavinia, du darfst jetzt mal selber entscheiden, wo wir das Ganze durchschneiden. Ich fahre jetzt einfach mal mit meiner Schere hier entlang. Und du darfst irgendwo halt sein, wo du möchtest. Hier, genau da. Gut, dann darfst du einmal hier durchschneiden. Erst schneiden. Oh, genau. Und dann einmal pusten. Fantastisch. Und du siehst das Ganze auch hier einmal zerschnitten. Ne? Und es ich gebe dir mal das Zaubersalz, du darfst da mal ganz viel drüber streuen. Super, dankeschön. Und vielleicht schaffen wir es, aus diesen drei Bällen wieder einen zu zaubern, indem du auch nochmal ganz kräftig dagegen pustest. So. Ja, das war sehr kräftig.
Okay, so, ich halte mal fest, nochmal pusten. Genau, und dann drücke ich die einfach mal alle drei zusammen und guck mal, wow, da wird tatsächlich wieder einer draus. Boah, wow, super. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen, Dankeschön. So. What's happening?
einmal Danke sagen. Vielen Dank für die tolle Zeit mit dir. Wir lange uns jetzt schon kennen. Wir Spielleger, das alles hat angefangen im Jugendzentrum. Die Tanzdänzer, das ist 8 Jahre her. Seit 8 Jahren bin ich deine Tanzschülerin und ich bin echt stolz drauf, weil du die beste Tanzlehrerin bist, die ich je in meinem Leben hatte. Ich weiß, wir hatten gute und schlechte Zeiten, hoch und tief. Dann war es mal, haben uns etwas unregelmäßiger getroffen. Ich glaube, das tat uns allen etwas weh, dich so wenig zu sehen. Aber immer wieder warst du die Motivation für uns, dass wir immer wieder gekommen sind. Und wie es auch auf dem riesengroßen Plakat steht, Tanzen ist unsere Leidenschaft. Und du, Becky, bist der Grund dafür. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
herzlich willkommen hier bei mir auf der Benefiz-Veranstaltung Charles Helping Hands, die zweite. Wir sind hier im Harris in St. Leon Roth. Wie ihr hört, ist gerade die Band Live Series Impuls bei mir. Wir spenden alles an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Und wir hatten ein tolles Programm. Ich bin so überwältigt von diesem wunderschönen Tag. Ihr findet meine Seite unter Facebook, Charles Helping Hands. Guckt gerne mal vorbei. Und ich bin mir sicher, das Ganze findet noch einmal statt. Also, mein Name ist Rebecca Freiseis und viele fragen mich, warum machst du das? Also, ich will unbedingt was Gutes tun und ich glaube, wenn man es in kranke Kinder reinsetzt, dann geht es schon in die richtige Adresse. Ich veranstalte das zum zweiten Mal, weil ich beim ersten Mal so geflasht war von dieser positiven Unterstützung von den Spendern, von den Akteuren, von den freiwilligen Helfern, die mich unterstützt haben, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Und jetzt habe ich es zum zweiten Mal geschafft und es ist wieder ein mega Erfolg.